Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projektchen. Wie man unschwer erkennen kann, handelt es sich dabei um Command and Conquer aus dem Jahr 1995. Ja, vom guten alten Westwood. Da hat sich ja die EA so ein bisschen damit beschäftigt und seitdem gibt es den nicht mehr. Sehr angenehm. Ja, das hier ist ein Strategietitel. Einer der ersten. Es gab zwar schon andere, auch schon andere größere Titel. Auf jeden Fall Warcraft 1 von Blizzard. Warcraft 2 meine ich mir auch 95 erschienen, kann es sein? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, das ist auf jeden Fall ein absoluter Klassiker, was die Echtzeitstrategie angeht. Hat auch im Gegensatz zu Warcraft sehr viele Komfortfunktionen eingebaut, die es vorher so nicht gab. Und den Vorspann, die Preview hat man ja schon gesehen im Vorabvideo. Deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Ist auch nicht die Windows 95 Version, die glaube ich ein Jahr später kam, sondern das ist die originale DOS-Variante mit dem Missionspäckchen. Die sind teilweise richtig knackig. Ob ich die wirklich angehe, weiß ich nicht. Für den Moment werde ich mich wohl erstmal mit der GDI beschäftigen. Ja, warum DOS? Weil original, ganz klar. Und ich hatte eigentlich eine Version gehabt, mit der ich das Ganze hätte zusammenfriemeln müssen, erst die ganzen Videos reinbasteln. Jetzt habe ich was gefunden, wo es problemlos so funktioniert. Deswegen werden wir das Ganze einfach mal angehen. Getestet habe ich schon, es funktioniert, es läuft, es ist alles super. Jetzt hoffe ich mal, dass es alles so glatt läuft und wir da durchkommen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal die ersten zwei Missionen antesten und dann, denke ich mal, machen wir einen kleinen Schnitt und dann geht's auch das nächste Mal munter weiter. So, für den Moment aber können wir auf neues Spiel klicken und können uns die globale Defensivinitiative anschauen. Die wählen wir nämlich die GDI. GDI wurde ausgewählt. Bitte warten. Oh, Eva. Empfangen Sie mich? Gut. Ich weiß, Sie brauchen mehr Informationen, aber die Zeit ist knapp. Nordtruppen haben diesen Brückenkopf bei X-16Y-42 ausgebaut. Das Datenmaterial kommt gerade erst herein, aber wir haben schon eine Lücke in ihrer Verteidigung entdeckt. Commander Carter könnte sie mit seinen Rackkreuzern an Land bringen, etwa hier. Vielleicht kann er auch ein bisschen Feuerschutz geben, aber das Ganze bleibt ein Job für Fußtruppen. Ihre Mission ist simpel. Sie dringen in die Befestigung ein, schalten alle Norddroiden aus und errichten eine Basis als Brückenkopf. Viel Glück. So, dann geht's auch schon los. Hier sieht man den Rackkreuzer, der nimmt sich gerade der Kanonentürme so ein bisschen an. Hier muss er nämlich schön ausschalten. Und es kommen mit den Hovercrafts, die wir gerade gesehen haben, kommen neue Einheiten. Ja, man sieht's, Echtzeitstrategie, fast schon klassisch, wobei das eigentlich ja das Genre hier definiert hat, so ein ganz, ganz bisschen. Und das hieß, wir müssen eine Basis bauen und das machen wir doch einfach mal. Hier haben wir lustige kleine... Oh! Lustige kleine Machine Gun, Maschinengewehrmännchen. Bin ich gerade mal gespannt. Ach ja, das war ja das erste, wo man auch Gruppen machen konnte, oder? Oder gab es da schon in Warcraft 2? Ich muss ja wirklich mal schauen, was vorher da war. Ei oder Hände? Ja, die Mission hier relativ simpel. Wir müssen alles platt machen. Oben sehen wir so Credits. Die werden sich dann im Laufe des Spiels auffüllen, wenn wir das Tiberium abernten. Das Namensgebende, das ist ja der Tiberium-Konflikt. Und wir müssen eben gegen die Basen, Nord müssen wir ran. Sehr schön. Geschwindigkeit werde ich auch nicht wie irgendwelche, was weiß ich, was, E-Sportler bis zum Anschlag hochdrehen, sondern das Ganze wird genau so gespielt in der Geschwindigkeit, in der ich es früher auch gespielt habe. Das machen wir gar nicht lang rum. Hier unsere lustigen Humvees mit der größeren Reichweite. Ja. Micromanagement wird wahrscheinlich auch eher vernachlässigt werden. Man kennt ja die guten alten, wie heißen sie noch, Tank Rushes aus den... Oh, ich glaube hier müssen wir ein bisschen aushelfen, kann das sein? Ja, wir schicken einfach mal ein paar unserer Leutchen hier runter, weil ich glaube der Rackkreuzer oder Rackkreuzer, wie sie ihn genannt haben, der macht es nicht mehr lang. Die Reichweite von Dingen müsste eigentlich höher sein. Aber gut. Ja. Das ist halt der Punkt. Die
Kanonen, man kennt es ja aus den, aus dem Genre, so ein bisschen diese, was man heute als Memes bezeichnen würde, die sind nicht unbedingt, wie soll man sagen, so ein Panzerchen hat gegen kleine Infanteristen nicht wirklich viel Chance auf offenem Feld. Ist natürlich alles ein bisschen Quatsch. Oh. Da kommt ein feindliches Gefährt, so ein Not-Buggy müsste das sein. Und da haben wir auch schon eine Einheit verloren, aber wie gesagt, da können wir nicht arg viel machen. Ist noch nicht das Allerschlimmste. Wir sehen so ein kleines Männchen, Android-Schütze, kostet 100 Mark. Und natürlich ist ein Dollarzeichen, ist ja klar, wir sind ja die GDI. Eine Robot-Kaserne können wir machen, da kriegen wir die Männchen her. Ein Kraftwerk natürlich, hier in der Mitte sieht man den Balken. Das hier ist der Bauhof. Kann man da nicht mit der Maus drauf? Bauhof, genau. Und Kraftwerk, sehr schön. Ja, wir müssen im Grunde genommen jetzt hier einfach nur aufräumen, einen Stützpunkt errichten. Haben wir früher sogar original gekauft für, ich glaube, ganze 90 Euro. Quatsch, D-Mark. Damals gab es noch eine vernünftige Währung. 90 Mark hat das Ganze gekostet. Und ich glaube sogar ganze 90, denn nicht 89 oder 99 oder sowas. Nee. Haben noch vernünftige Preise gehabt damals. Naja, vielleicht auch nicht ganz, aber gut. Wir versuchen einfach mal alles platt zu machen. Viel ist nicht los. Und das war's bereits. Sehr gut. Und natürlich zur Belohnung gibt es wieder ein schönes Video. Wahnsinn. Vielleicht nicht ganz Blizzard-Niveau, aber es funktioniert doch. Genau, 5 Minuten haben wir gebraucht. Führung 96%, Effizienz 20%, naja. Gesamtpunkte 174. Da sehen wir auch schön über die Verluste. Wie viel haben wir verloren, wie viel der Feind? Genau, den Test. Beim Test war ich besser. Ist natürlich klar, das ist jetzt die Aufregung in der Aufnahme. Nennen wir es so? Oder nennen wir es nicht so? Nennen wir es aber GDI 1. Das ist doch wurscht, wie wir es nennen. Das ist doch völlig wurscht. Gebäude haben wir... Keine verloren, die haben 3 verloren. Warum? Hat nicht Gebäude? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ne, eigentlich nicht. Okay. Geld bei Spielende gibt wohl auch noch Punkte. Ich denke mal, dass das so ist. Keine Ahnung. Aber jetzt geht's weiter. So, wieder Sci-Fi. Analyse läuft. Genau, die Nord spielt in Afrika. Oder kämpft in Afrika. Die Nord-Fraktion, hier die GDI. Wenn wir die steuern, dann sind wir hier in Europa. Unterwegs. Genau, bitte Territorium wählen. Da gibt es eine schöne Auflistung. Ja, Estland, Bevölkerung, bla bla bla. Und so weiter. Alles relativ uninteressant, aber hat mir damals wahnsinnig geholfen, was die, was Geografie angeht. So viel zum Thema, man lernt nichts aus Spielen. Gerade auch was Afrika angeht, wenn das in der Schule dran kam, da waren wir da immer ganz vorne mit dabei, weil wir genau wussten, wo ist Tschad, wo ist die Elfenbeinküste, wo ist Benin, etc. Richtig gut. Ja, die ist drin. Ja. Gute Arbeit, ein Brückenkopf, Commander. Ich schulde Ihnen noch ein paar Daten über Nord, damit Sie Ihren Gegner kennenlernen. Das hier ist Kane, der selbsternannte Führer der Bruderschaft von Nord. Warten Sie, ich schalte Sie rein. Zustand wird kritisch. Wissen Sie, warum sich Nord hier am Strand so festbeißt? Die beschützen eine riesige Tiberium-Raffinerie, die unser Geheimdienst wohl übersehen hat. Ich brauche dringend Verstärkung. Nordtruppen strömen aus dem Stützpunkt und erdrücken uns fast. Wir müssen einen Schlag gegen die Raffinerie und die Infanteriebots führen, bevor die unsere Stellung überrennen. Ich weiß nicht, wie lange wir sie noch halten können. Verdammt. Sie haben es doch gehört. Worauf warten Sie noch? Okay. Sie haben es doch gehört. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen Ärger machen. Ja, jetzt kann ich schon bauen, aber bringt nicht viel, weil das Ding ist so ein ganz, ganz bisschen angeknabbert. Müssten wir mal schauen, dass wir die Einheitchen sinnvoll positionieren können. Genau. Wie gesagt, das Mission Pack ist auch mit dabei.
Allerdings, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das Ganze testen werde, angehen werde. Da haben wir auch die ersten Invasoren, heißen die, glaube ich. Invasor, genau, Invasor. Die können feindliche Gebäude einnehmen. Und anders als in späteren Teilen muss man die Gebäude nicht erst runterschießen, sondern man kann einfach nur reinlatschen und dann gehört das einem. Sehr angenehm. Was man auch machen kann, ist, man kann die Einheiten sozusagen aufeinander stellen und man kann die Einheiten auch einander folgen lassen. Das heißt, jetzt lasse ich den mittleren, dem rechten hier folgen. Und er müsste... Genau, er zieht jetzt hinterher. Wird es einmal schön hinterher dackeln. Sehr schön. Braucht man jetzt nicht unbedingt, aber ist ein ganz nettes Feature, würde ich mal sagen. Gerade für Infanterie ist es halt das mit all die Leute aufeinander latschen zu lassen, aber ganz günstig. So, dann machen wir das Ganze mal so und produzieren jetzt auch, weil wir schon ein bisschen Strom haben jetzt, geht die Produktion der Schützen auch ein bisschen schneller von der Hand. So, dann schaue ich, dass ich gerade so ein bisschen was an Abwehr hier aufstelle. Produziere jetzt einfach nur Schützen, mehr muss ich hier nicht machen. Können wir mal schauen. Musiktechnisch meine ich es immer gut dabei, ne? Was gibt es denn hier zu tun? Auftrag. Ah ja, stimmt. Verteidigen Sie Ihre Stellung. Setzen Sie das MBF, das mobile Baufahrzeug, ein und bauen Sie eine ausreichend schlagkräftige Truppe auf, um die Nordbasis hier zu zerstören. Sie müssen alle Einheiten und Gebäude entweder zerstören oder erobern. Ja, mit dem Erobern meinen Sie natürlich die Invasoren. Was haben wir noch? Monitoreinstellungen können wir uns, glaube ich, sparen. Was kann man da denn machen? Ah, Helligkeit. Okay. Farbe. Ah, da kommt auch einen anderen. Das habe ich teilweise auch gemacht. Fand ich ganz nett. Tönung, genau. Kommt alles in so einem ganz. So ein LSD-Trip. Ja, ich bin gerade im Menü, nerv mich nicht. Konnte man hier so einen LSD-Trip veranstalten? Konnte man da nicht irgendwie auch die Farbe raushauen komplett? Genau, und dann auf Schwarz-Weiß spielen. Das ist mal richtig retro. Weiß man nicht, welche Einheit gehört hier zu wem. Aber ist ganz nett. Genau, Soundeinstellungen. Man sieht hier, die ganzen wunderschönen Lieder sind mit dabei. Die unteren sind, glaube ich, durch die... Ab wann? Prepare for Battle, glaube ich? Deception? Ein paar Lieder sind durch das Add-on dann dazugekommen, durch die Erweiterung. Wie hieß die noch? Vergeltungsschlag? Gegenschlag? Was weiß ich. Das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr angenehme Geschichten. Untamed Land doch auch, oder nicht? Wir lauschen, wir hören mal rein. Genau, Trommeln für Afrika, ganz wichtig. Und natürlich gibt den Klassiker Act on Instinct, der immer... zu Beginn lief. Mechanical Man Industrial, richtig gute Musik. Der gute, wie hieß er noch? Klapecki, ne? So, jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Strom. Jetzt geht das alles schon ein bisschen flotter von der Hand. Und auch typisch fürs Genre hat das, glaube ich, auch eingeführt. Genau. Typisches Genre. Die Geschwindigkeit wird erhöht, die Geschwindigkeit des Erschaffens von, oder Erschaffens, Ausbildens von Einheiten wird erhöht. Anders als zum Beispiel noch in Warcraft, wo man dann mit jedem Gebäude einen eigenen Kollegen herstellen konnte, oder ausbilden, oder wie auch immer. Und wenn das Ganze zu schnell ist und sie noch nicht auf dem Feld sind, auf das sie eigentlich stehen müssten, das kann man dadurch erreichen, indem man einfach mehr und mehr von diesen Robotkasernen baut, dann kommen sie bei der anderen raus. Also man kann hier ein Primärbauwerk ausgewählt. Sagst du das auch? Genau, das ist die gute Eva. Auch toll, die Installation. Wäre nett gewesen, wenn man die auch aufgezeichnet hätte. Das ist echt nicht schlecht. Die Installation läuft. Während Sie warten, füllen Sie bitte die Registrierungskarte aus und schicken Sie zurück. Das ist echt nicht schlecht gewesen damals. Zum ersten Mal so eine komische Roboterstimme. So, dann würde ich sagen, nehmen wir mal einfach... Wir nehmen für alle mit. Wie intelligent ist das hier eigentlich? Ich würde sagen, wir... Man könnte auch erstmal alles vollpumpen mit Soldaten und dann mit dem riesigen Pulk einfach hochlatschen. Das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit gewesen. Die sollte man da nämlich auch nachziehen, ne? So gesehen. Ach, wir latschen einfach mal hoch. Mit dem ganzen Trott. Die Basis ist im Norden, wir sind im Südosten. Und im Nordosten haben wir die Feindbasis. Wieder so ein dummer Nordbuggy. Das Problem an denen ist eigentlich auch nur die, die Reichweite. Die können nämlich ein bisschen weiter schießen als unsere Androiden. Wie sind die?
Android-Schütze, genau. Deutsche Version. Oh, das hier sieht man es jetzt extrem, wie weit die Reichweite eigentlich von diesen Scheißdingern ist. Aber kriegen wir hin, hoffe ich. Wenn nicht, wird es peinlich. Aber ich meine, zweite Mission sollte auf jeden Fall machbar sein. Da kommen wir durch. Doch. So, genau, ich habe gesagt, die nehmen wir mit hoch. Warum, sieht man gleich. Muss natürlich nicht alle in einem Pulk hier durch die Gegend gurken. So, jetzt werden wir die mal positionieren. Ah, wohl, lieber nicht. Wir schauen doch mal nach, was da hinten ist. Natürlich kann man auch Einheiten... Oh, da geht es nämlich schon los. Dieses komische Ameischen ist nämlich ein... Sammler. Naja, so richtig angegriffen werden wir hier nicht. Das ist, glaube ich, in Ordnung. So, jetzt habe ich natürlich ein bisschen zu lange gebraucht. Macht aber nichts. Jetzt werde ich mir nämlich mal das Teil da schnappen. Oh, hoffentlich kommt er auch rechtzeitig an. Na? Sehr gut. Jetzt greifen sie alle das Gebäude an. Macht aber nichts. Wir kriegen jetzt, Material. Oh, oh. Nicht mein Männchen angreifen. Das hier ist ganz wichtig, dass wir das behalten. Und oben gibt es leckere Kohle. So, hoffentlich kommt er auch durch. Oh, hier ist ja einiges an Viehzeug. Und jetzt haben wir neue Bauoptionen. Zum Beispiel nämlich diesen wunderschönen Invasor. Da holen wir uns am besten gleich zwei davon. Ah, verdammt, ich habe das Primärbauwerk unten ausgewählt. Ja, aber ich meine, so fordernd ist es nun auch wieder nicht. Kriegen wir alles hin, jetzt müssen wir halt an zwei Fronten kämpfen. Aber auch das ist durchaus machbar. Und wenn wir uns die Silos schnappen, dann gibt's was Feines. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal nach Osten. Nee, Quatsch, Westen ist das, ne? Wir haben noch kein Radar, deswegen ist alles so ein bisschen anstrengend. Hier die Koordination, weil man eben nichts sieht. Aber ist ja meistens so. Ich könnte auch wieder mit Gruppen arbeiten, sagen einfach die 1 rennt hierhin, die 2 rennt dahin, die 3 macht dieses. So, jetzt hätten wir 1, 2, 1, 2, da kann man wunderschön hin und her wechseln. Ich glaube, den Angriffsbefehl gibt es nicht, ne. Den hat ja Warcraft erfunden. Das wurde hier auch nicht übernommen. Dafür kann ich hier wunderschön mit etlichen Einheiten durch die Gegend latschen. Hier schießt doch wer. Ach, da ist der. Oh, das ist natürlich nicht so günstig. Machen wir ein bisschen Ärger. Ich hoffe mal, wir reparieren schnell genug gegen. Ja, aber das sieht gut aus. Das sieht doch schick aus. Und hier im Westen müssten wir auf jeden Fall eine Basis haben. Quatsch. Tiberium. Das namensgebende Material, das baut man ja ab. Wird auch im Spiel, im Laufe des Spiels noch erklärt, was genau das eigentlich ist, wo es herkommt. Und warum? Ja. Das, die haben leichtes Spiel hier. Die zwei Humvees machen den Buggy schön platt, während er sich nur um das Gebäude kümmert. Alles Paletti. Und da sieht man es auch schon da unten. Natürlich wäre er automatisch jetzt da runtergefahren und hätte sich das abgeerntet. Tiberium wächst auch nach und ist ziemlich ungesund für Infanterie. Ich kann es mal zeigen. An einem kerngesunden Soldaten. Den schicken wir jetzt einfach mal querfeld ein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier, man kann es natürlich auch steuern. Und wie man es kennt, die Sammler sind halt die Idioten des C&C-Universums. Aber man sieht es mit jedem... Nein, nicht unbedingt mit jedem Schritt, aber... Man sollte vielleicht nicht unbedingt da durchlatschen. Das ist, glaube ich, die Strecke hoch und wieder runter. Also auch wenn man Infanterie befehligt, am besten... Schauen, dass man sie um solche Felder herum lenkt. Jetzt ist er einmal hoch, so ein Bildschirm hoch und runter und er ist schon halb tot. Ja, ist natürlich nicht so günstig. Sollte man auch nicht machen. Die Einheiten, die Fahrzeuge werden auf jeden Fall langsamer, wenn sie angeschlagen sind. Und der war vorher schon ein bisschen angeknuspert. Ich weiß jetzt nicht, ob noch was großartig an Einheiten hier rumsteht. Ich glaube nicht. Man kann aber nicht schnell zu Gruppen hinspringen. Das heißt, ich muss... Da schon genau drauf achten, mehr oder weniger genau. So, erkunden wir noch einfach den Rest der Karte. Das hat man jetzt früher auch standardmäßig gemacht. Man muss ja wissen, wo irgendwas liegt. Kisten und so weiter gab es
nur im Multiplayer, da wo irgendwas Lustiges drin ist, wie Geld oder Leben oder Einheiten viel eher. So, das holen wir uns dann wahrscheinlich gleich, übernehmen wir das gleich. Dann, oh, wir haben einen neuen Buggy bekommen, ganz gar nicht mitbekommen im Eifer des Gefechts. Ja, größere Reichweite natürlich auch durch die Buggies, da muss man nicht mit der Infanterie und natürlich die Fahrzeuge fahren durchs Tiberium, als gäbe es keinen Morgen, das juckt die gar nicht. Wunderschön, also jetzt haben wir alles aufgedeckt. Ja, und beim nächsten Mal haben wir dann sogar tatsächlich ein Radar und dann sehen wir auch mal was, wo wir angegriffen werden, ja, kann man auch einklappen, dann sieht man mehr vom eigentlichen Spiel. Und jeder Transporter dürfte eigentlich immer so 700 abliefern, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Genau. Aber jetzt wollen wir doch mal das Ding einnehmen. Ja, ich meine, früher habe ich dann auch gerne mal alles abgeerntet. Habe versucht, alle Punkte sozusagen zu bekommen. Habe versucht, die Einheiten zu retten, so gut es ging. Also richtig, richtig klasse. Momentan haben wir natürlich noch nicht besonders viel. Ja, wir können Silos bauen. Silos sind als Lagerstätte für das Tiberium gedacht. Man kann aber auch das Geld einfach ausgeben. Dann verschwindet logischerweise auch das Tiberium. Das ist einfach nur eine Lagerstätte für Geld. Ja, sollte man auf jeden Fall machen, weil irgendwann ist halt das Lager voll und man hat nicht besonders viel Geld, aber Tiberium ist halt voll, deswegen immer so ein bisschen darauf achten. Strom natürlich auch ganz wichtig. Wenn man den Strom ausknipst, funktioniert, ist alles ein bisschen langsamer und man hat kein Radar mehr. Das ist so der Hauptpunkt. In späteren Teilen, glaube ich, konnte man dann auch die Gebäude nicht mehr nutzen. Hier ist es. Ist es nicht hier auch schon? Später Obelisk des Lichts und so, dieser Raketenturm. Ich glaube, die brauchen auch Strom und ohne Strom funktionieren die nicht. Aber gut, das sehen wir alles. Jetzt würde ich sagen, beenden wir einfach die Mission, denn besonders schwer war es nicht. Genau, Einsatzziel erreicht. Naja, Führung 88% ist in Ordnung. Und man kann es natürlich auch ein bisschen durchklicken. Dann sind wir direkt fertig. Das war GDI 2. Genau, haben schon ein paar mehr Pünktchen. Mal gespannt, was Mission Nummer 3 bringt. GDI Fortschritte. Ja, ein bisschen breiten sich nach Osten aus. Die Naht. Truppen. Und wir wählen. Was ist das? Das war Estland, dann ist das. Richtig, Lettland. Unerhebliches Bruttosozialprodukt. Okay, eine Republik, die Milizen haben wir hier, etc. Sehr wichtig. Ich weiß, ich habe Ihnen Hintergrundinfos versprochen zu Kano Nord, aber dafür ist noch Zeit, später. Carter sagt, Ihre Bots haben ganze Arbeit geleistet. Guter Job. Das machen wir jetzt gleich nochmal. In diesem Sektor befindet sich ein Nordstützpunkt, der von Flugabwehrraketen gegen Luftangriffe geschützt wird. Schalten Sie sie aus, dann kann Ihnen Colonel Morelli Luftunterstützung geben, wenn Sie die gegnerische Basis selbst angreifen. Ich muss mich eine Weile ausklinken hier, ein paar Hände schütteln bei der UN. Ich verlasse mich auf Sie. Ja, da sind wir auch schon. Haben auch schon die ersten neuen Einheiten. Würde ich sagen, dann speichern wir das auch einfach mal ab als GDI 3. Sichern das ganze Spiel gespeichert. Ja, würde ich sagen, hier geht es das nächste Mal weiter. Jetzt schaue ich erstmal, ob das Ganze was geworden ist und ob es funktioniert. Und ich hoffe mal, es war halbwegs interessant. Ist ein bisschen altbacken mal wieder, aber das ist mir hier, glaube ich, für den Kanal gewohnt. Von daher, ja, darf man gespannt bleiben. Ich hoffe mal, dass ich auch gut durchkomme durch die Kampagne. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze mache mit den Folgen, ob ich das Ganze dann stückweise aufnehme. Das heißt, ja, weiß ich nicht, eine ganze Session und dann lade ich halt hoch, was da ist. Oder ob ich das Ganze nach Missionen gestalte.
wird sich zeigen. Für den Moment sage ich auf jeden Fall trotzdem mal Dankeschön und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen. Ja, tschö, tschö, ciao, ciao.